Herr de Masi, Sie engagieren sich politisch, seit Sie 14 Jahre alt sind und haben sich jetzt aber doch entschieden, aus der Politik auszusteigen. Was bringt Sie dazu? Ich bin ja nicht aus der Politik weg, ich bleibe ein politischer Mensch, aber für mich ist jetzt die Etappe im Parlament erstmal beendet. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits habe ich wie ein Verrückter gearbeitet als Parlamentarier. Ich war Parlamentarier mit Herzblut und habe einfach gemerkt, wie jeder Mensch nach 7 Jahren, ich brauche mal, muss mal was anderes machen, anders meine Brötchen vielleicht verdienen, weil ich auch nicht abhängig werden wollte. Es war ein gewisser Frust über das, was ich reingesteckt habe, wofür ich sehr viel Anerkennung bekommen habe und die Entwicklung in meiner Partei und letztlich ein Stück weit auch persönliche Rahmenbedingungen, sowohl was meinen Sohn betrifft, was ja, meine privaten Lebensverhältnisse betrifft. Und das kam so zusammen und jetzt freue ich mich auf die neuen Herausforderungen und mal den Blick von außen zu wagen. Vielen Dank. Sie waren ja lange bei der Partei Die Linke unterwegs und haben sich dort engagiert. Jetzt hat sie bei der vergangenen Wahl auch schon fast historisch schlecht abgeschnitten. Brauchen wir denn noch eine Partei Die Linke, wenn die Wählerinnen sie nicht wählen? Wir brauchen sie absolut, weil ja das Programm der Linken aus meiner Sicht die großen Fragen unserer Zeit anspricht. Also denken wir an einen riesen Investitionsbedarf in Deutschland, denken wir an die Frage, wie wir Verkehrs- und Energiewende einleiten, ohne dass es zu einer tiefen sozialen Spaltung kommt, an die Vermögensbesteuerung, friedliche Außenpolitik und es gibt hohe Zustimmungswerte der Bevölkerung zu den Forderungen der Linken. Also als wir zum Beispiel die Frage der Vermögensungleichheit und Ungleichheit in der Corona-Krise angesprochen haben, aber die Linke hat aus meiner Sicht zu viele Elfmeter, die sie auf den Punkt hatte, nicht verwandelt. Das heißt, es ist selbstverschuldet, das Wahlergebnis. Und eine linke Partei, die sich auf die Stärken ihres Programms besinnt und das auch, ich sag mal, seriös und ansprechend verkörpert, die könnte aus meiner Sicht aus dem Stand 15% erzielen. Also Herr Scholz ist nicht so erfolgreich, weil ihm die Herzen zuflogen, sondern weil die anderen so schlecht waren. Uns eingeschlossen. Sie haben ja in Ihrer politischen Zeit unzählige Stunden mit der Untersuchung des Wirecard-Skandals verbracht und auch mit der Untersuchung der Cum-Ex-Verbrechen. Und mich würde jetzt interessieren, was hat Sie bei der Menge der Informationen, die Sie dabei in sich aufgenommen haben, am meisten schockiert? Also schockiert, man war sehr schnell beim Wirecard-Skandal abgehärtet. Aber schockierend fand ich einerseits, wie schlecht die Compliance-Regeln in Deutschland waren. Also, dass man zum Beispiel an der Spitze von Aufsichtsbehörden mit Wirecard-Aktien gehandelt hat. Übrigens ein Problem, was im Parlament noch überhaupt nicht adressiert ist. Denn es wäre ein leichtes für mich gewesen, völlig unter dem Radar Insiderhandel zu machen. Und ich gehe davon aus, wir haben es ja bei den Maskendeals gesehen. Es gibt ganz viele anständige Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, aber der Mensch ist halt nie nur gut, sondern der ist auch schwach und auch schlecht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges im Argen liegt. Ein zweites war, wie es zu diesem Leerverkaufsverbot, also dem Verbot auf fallende Aktienkurse von Wirecard zu setzen kam, nämlich dadurch, dass ein gut vernetzter Münchner Anwalt zur Staatsanwaltschaft ging und behauptete, dass die Nachrichtenagentur Bloomberg Wirecard erpressen wolle und der Kronzeuge war ein britischer Drogendealer. Und diese Geschichte führte zum Leerverkaufsverbot. Das ist immer noch eine Geschichte, die mich staunend zurücklässt. Ich glaube auch, dass es ein Leerzeichen gibt im Wirecard-Skandal. Das ist die nachrichtendienstliche Dimension. Und ich glaube, dass sie auch noch nicht komplett verstanden wurde und enthüllt ist. Was haben Sie denn jetzt in Zukunft vor? Bleiben Sie uns, was diese Wirecard-Ermittlungen angeht, erhalten? Kann man da noch was von Ihnen hören? Und sieht man Sie vielleicht eines Tages auch wieder im Bundestag? Ich glaube, ich bin schon ein Stück ein Wirecard-Junkie geworden, natürlich, weil es einfach, es ist der Kriminalfall meines Lebens sozusagen. Jetzt gar nicht nur die finanztechnischen Aspekte, sondern ich habe jetzt ein solches Wissen über die handelnden Personen angelangt. Und natürlich sitze ich auch abends häufig da, wie andere auch. Wo ist Jan Masalek? Und ich glaube, das lässt einen nie richtig los. Es ist auch ein gefährlicher Kriminalfall durchaus, weil man es da auch mit Strukturen organisierter Kriminalität zu tun hat.
Es gibt auch Leute in meinem privaten Umfeld, die haben gesagt, spiel mal hier nicht zu viel James Bond, vor allem wenn du vielleicht auch im Ausland bist, nicht mehr den Schutz deines Mandats hast. Aber ich werde natürlich das nicht vollkommen an den Nagel hängen und es wird mich weiter beschäftigen. Man muss aber auch aufpassen, dass man dann nicht wie so ein durchgeknallter, weiß ich nicht, Ruhrpott-Cop, der einen Serienmörder jagt, irgendwann als alter Kauz in der Gartenlaube endet und sein ganzes Zimmer mit Fahndungsplakaten zutapeziert hat. Also man muss auch wieder Abstand gewinnen, neue Themen angehen. Und ich werde an Filmproduktionen mitwirken, die einen gewissen inhaltlichen Anspruch haben und wo es um Finanzskandale geht. Ich werde ein Buch schreiben über meine Zeit als Finanzdetektiv im Parlament und werde ein Wirecard-Seminar an der Universität Kapstadt halten in einem Fintech-Master, also wo Studenten Startups entwickeln. Was mache ich noch? Und ich hoffe, dass ich sagen, in dem Bereich Regulierung dieser neuen Finanzunternehmen mich dort einbringen kann, weil das ist ein völlig unterschätztes Thema in der öffentlichen Debatte. Also wenn die Facebook und Co. mit einer unvergleichlichen Wirtschafts- und Datenmacht, also die auch in unserer Wirtschaftsgeschichte unvergleichlich ist, die haben ein Drittel der Menschheit als User, wenn die neuen Schattenbanken werden, dann steht uns natürlich große politische Fragen bevor, also über Marktmacht, über Erpressungspotenzial von diesen Unternehmen, über Datensouveränität, gerade auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo viele Menschen kein Bankkonto haben. Und das sind Themen, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Spannende Projekte. Wir freuen uns drauf, Ihren Weg weiter zu verfolgen und sagen vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.